Weitermachen. 1, 2, 3, 4. Super. Und wir werden euch ein paar kleine Geschichten zu den Songs, zu den Bands erzählen, damit ihr auch wisst, wo das herkommt. An dessen wir die Songs spielen, könnt ihr tanzen, könnt ihr grölen, könnt ihr mitmachen. Von der Musik, die sich in den 50er Jahren entwickelt hat. Aus dem Blues ist Rock'n'Roll entstanden. Das heißt, es war im Prinzip die weiße Antwort auf den schwarzen Blues. Weiße Jugendliche haben sich zusammengefunden, haben Bands gegründet, Songs geschrieben, und das war immer noch alles sehr Blues-basiert. Also die musikalischen Grundstrukturen waren immer noch dem Blues sehr ähnlich, aber jetzt kam etwas hinzu, was sich gerade beim Rock'n'Roll dann abzeichnete, und zwar, dass Musik nicht nur Musik machen war, sondern eben auch ein Lebensgefühl. Das heißt, das war gesellschaftskritisch, das war rebellisch und das war vor allem etwas für junge Menschen. Kennt ihr den Jimi Hendrix? Kennt ihr noch? In Seattle geboren, war es einer der, wie gesagt, bedeutendsten oder bedeutendsten Gitarristen für die frühe Rockmusik der 60er und 70er Jahre. Insofern, weil einfach der Sound, den er jetzt kreierte oder die Art, wie er spielte, bis dahin noch nicht existent war. Das heißt, wenn wir an die Beatles haben einfach noch so Gitarre gespielt. Ich spiele es euch mal vor, so ungefähr klangen die Beatles. So klangen die Beatles und so ungefähr klang Jimi Hendrix. Ja, das ist schon ein ganz anderer Sound. Und das war dieser Sound, der von in dieser Ära geprägt wurde. Und wir haben uns für einen Künstler entschieden, der die 80er maßgeblich geprägt hat und leider im Frühjahr diesen Jahres verstorben ist. War ein großartiger Komponist, fantastischer Songschreiber auch für andere Leute, hat über 20 Instrumente selber spielen können, und der heißt Prince. Ja, das ist jetzt die Feuerzeugzeit. Was unserer Musiklehrerin so vorbereitet wurde. Und persönlich finde ich das ziemlich cool, weil man auch außerhalb des Klassenraums mal was anderes macht. Vor allem war die Musik aus meiner Sichtweise auch ziemlich gut, weil ich ja auch so aus dieser Musikrichtung ziemlich gerne was höre. Auch, ich auch. Vor allem Punkrock und sowas.
Und ja, deswegen haben wir uns mal jetzt hier versammelt und möchten so ein kleines Interview machen, wie wir es persönlich halten. Also ich finde, man könnte mehr so solche Aktionen starten. Genau. Und ich glaube mal, das bringt dann auch irgendwie unsere Klasse ein bisschen auch mehr zusammen, auch die ganze Schule. Und wir wissen somit auch ein bisschen mehr, als außer nur so, was wir halt innerhalb der Schule machen. Ich denke auch, viele Leute, die vorher nicht so interessiert daran waren, haben jetzt ein anderes Bild von der Rockmusik und finden es vielleicht auch jetzt interessanter und möchten gerne noch mal in die Richtung gehen.